reinplatzen? Schluss mit Politik. Schon zur Super Nintendo-Zeit mal angefangen. Okay. Zumindest hast du jetzt Verstärkung. Das stimmt wohl. Mal sehen, wie es läuft. Ja, mal sehen, wie es läuft. Ich bin auch sehr gespannt. Ob das so eine gute Idee war? Ich glaube nicht. Das ist die Grenze zwischen Ost und West. Bleib oder stirb. Warte mal. Mach mal halblang. Das Tal ist tabu, bis unser Signal ertönt. Das ist mit den Kaja vereinbart. Ich bin keine Kaja. Ich kam unabhängig her, um Durchlass zu erbitten. Aber sie öffneten das Tor für dich, oder nicht? Was bedeutet diese Überschreitung? Sie schicken ein Kind? Wollen sie verhandeln oder nicht? Den Kaja vertraut man nicht. Das weiß jeder. Vergesst die Kaja. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Ich muss im Westen Leben retten. Vielleicht auch das eure. Das einzige Leben, das du retten kannst, ist dein eigenes. Indem du umkehrst. Jetzt. Moment. Über eines sagt sie die Wahrheit. Sie ist keine Kaja. Sie ist eine Nora aus dem Wilden Osten. Wenn sie Leben retten will, sollten wir da nicht zuhören? Lasst mich mit ihr reden. Ein letzter Gefallen für einen Marschall, bevor er weggebracht wird. Das ist doch der Verwandte von dem vom Sonnenkönig. Nora Rotschopf. Du bist sicher diese Retterin von Meridian. Nur Aloy. Ich bin Verscharf unbeugsam. Einst Generalstab der Kaja, Armee der untergehenden Sonne. Du bist Verscharf? Avad gab mir eine Botschaft. Er wartet in Meridian, wo du hingehörst. Avad war schon immer höflich. Jetzt hast du mich noch neugieriger gemacht. Schließlich vertraut dir der Sonnenkönig. Aber solche Verbindungen zu den Kaja könnten hier schlecht für dich sein. Das weiß ich nur zu gut. Du siehst ja, hier herrscht Hochspannung. Diese Gesandtschaft ist eine heikle Sache. Sie geben mich dem Sonnenreich zurück. Diese Geste könnte helfen, schmerzhaften Groll zu lindern. Und jetzt kommst du, ohne Vorwarnung. Ich will keinen Ärger machen. Ich will nur nach Westen. Das sagst du. Vielleicht kann ich ja helfen. Aber ich muss wissen, warum. Und ich brauche die Sicherheit, dass ich es nicht bereuen werde. Oh, muss ich jetzt alles erzählen? Die Tätowierungen der Kaja sind mir völlig neu. Für die Kaja sind sie reine Zierde. Für die Tenakt jedoch weit mehr. Eine Litanei der Taten. Listen besiegter Feinde. Davon hast du anscheinend so einige. Kämpfe sind mir nicht fremd. Aber mein Leben, meine Zeichen sind noch nicht vollendet. Diese Seite zeigt meine Kampftaten. Vor meinem Tod soll die andere Hälfte meine Erfolge des Friedens tragen. Wie bist du unter die Tenakt geraten? Das kann ich dir erzählen. Dauert aber. Ich hab Zeit. Aber wie ich das sehe, haben wir wohl eh nichts vor, bis die Gesandtschaft anfängt. Möchtest du es wirklich hören? Ich schätze, wir haben Zeit. In Ordnung. Ich war bei Sonnenkönig Jirans Truppen, als sie nach Westen zogen. Ich wollte das Schlimmste verhindern. Mhm. Natürlich klappte es nicht. Sie begangen unaussprechliche Schandtaten und die Tenakt reagierten darauf. Als die Clans unser vorderes Lager der Zinnobersande überrannten, blieb ich zurück, um den Nachzüglern zu helfen. Und wurde geschnappt. Ich habe es ihnen nicht einfach gemacht. Und sie haben es mir auf der Reise in ihre Hauptstadt vergolten. Ich verlor unterwegs so viel Blut und war leichenblass, als sie mich zu Häuptling Hikaru brachten. Ich dachte, ich wäre tot, also ergriff ich verzweifelte Maßnahmen.
Als du den Tenakt-Häuptling trafst, tatest du etwas Verzweifeltes? Ich hielt die Ohren offen, als die Tenakt mich mitzerrten. Und ich hörte von einem Urteilskampf, den sie offenbar huldigen. Also, als sie mich vor Hikaru warfen, forderte ich dieses Ritual ein, die Kohlrot. Im Glauben an Sieg gewährte mir einen Vorteil. Mein Leben oder sogar die Freiheit. Die anderen Tenakt heulten, aber Hikaru starrte sie nieder. Und dann fiel sein Blick auf mich. Er wusste meinen Einfallsreichtum offenbar zu schätzen. Er erlaubte mir die Teilnahme an der Kohlrot. Ich ahnte ja nicht, was mir bevorstand. Du sagtest, die Kohlrot ist ein Tenakt-Urteilskampf? Ja, aber nicht so, wie man es sich vorstellt. Kein Zweikampf Mann gegen Mann, zumindest kein direkter. Die Beteiligten kämpfen in einer großen Arena gegen Maschinen und nur die Stärksten überleben. Glaub mir, es ist nicht einfach, sich einer Maschine zu stellen, während Hunderte um dich herum nach Blut schreien. Das ist mir vertrauter, als du denkst. Wirklich? Dann hast du meinen Respekt. Wie du habe ich den Kampf überlebt. Ich hatte auf Freiheit gehofft, doch das stand nie zur Debatte. Ich musste dem Häuptling dienen. Du hast dem Tenakt-Häuptling gedient? Die Sieger der Kohlrot müssen ihm als Marschälle dienen. Das Wort hast du schon erwähnt. Was heißt es? Das Wort selbst bezieht sich auf einen Schutzgeist aus längst vergangenen Zeiten. Konkret sind Marschälle Hikarus fahrende Gesetzgeber, teils Magistrat, teils Richter, teils Henker. Ich gehörte nun zu ihnen und diente mit Ehre, aber viele Tenakt spuckten nach wie vor aus, wenn sie mich sahen. Aber nur, bis ich sie zu Boden zwang und ihre Gesichter hineindrückte. So kann man es natürlich auch machen. Wie du bemerkt hast, ist Gewalt die Muttersprache der Tenakt. Nur mit ihr überlebt man. Aber die Kaja sprechen sie auch. Mehr als sie sollten. Verständlich, dass die Tenakt sie hassen. Heißt das, du bist noch immer Kaja? Ein Teil von mir, ja. Immer. Doch es gibt viel zu bewundern an den Tenakt. Besonders ihren Häuptling. Ich habe gehört, wie es vor seiner Herrschaft war. Drei Clans, immer im Krieg, ständig in Fehde miteinander. Hikaru und die Marschälle schufen eine Art Frieden. Und jetzt schaut er nach vorne. Wer weiß. Vielleicht gibt es ja einmal eine Zusammenarbeit mit den Kaja. Das wäre doch was. Die Kaja reden über Hikaru wie über ein Monster. Die Kaja müssen ihn verteufeln und wenn nur, weil er sie aus dem Feld gefegt hat. Ja, er ist furchterregend. Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich, er würde mich häuten. Aber er ist kein böser Tyrann wie der verrückte Sonnenkönig. Wenn du das Glück hast, ihn zu treffen, so wie ich, würdest du sehen, dass er eigentlich nur das Beste für sein Volk will. Hoffentlich sprichst du mit ihm. Du interessierst ihn sicher. Gut. So war das also. Du hörst sie als erste Ostländerin, aber nicht als letzte. Die Kaja müssen davon erfahren. Ja. Du redest völlig anders über die Tenakt, als die Kaja es tun. Das stimmt. So, die beiden habe ich jetzt schon gemacht, ne? Nach Hause gehen. Freust du dich auf deine Rückkehr nach Meridian? Oh, eine Nacht in einem Federbett klingt zugegeben gut. Oder Wein trinken aus den südlichen Weinbergen. Aber ich habe ein anderes Ziel. Als jemand, der die Tenakt und die Kaja kennt, habe ich zu beiden eine fundierte Meinung. Wenn Sonnenkönig Awad einlenkt, hoffe ich auf einen dauerhaften Frieden. Die Tenakt scheinen nicht so friedlich. Nein, das sind sie auch nicht. Aber wir leben in harten Zeiten. Hikaru weiß, dass Überleben Anpassung erfordert. Auch wenn man dafür ewige Kriege beilegen muss. Du fragtest, warum ich passieren muss. Ich sag's dir, aber es wird dir nicht gefallen. Vor 6 Monaten ging die Welt fast unter in Meridian. Die Bedrohung ist nicht vorbei.
Sie wird jeden Tag schlimmer, deutlich. Sie ruft Stürme, vergiftet das Wasser und erzürnt die Maschinen. Die Quelle zieht nur nach Westen. Und nur ich kann sie aufhalten. Ich sehe die Zeichen. Und ich hörte von unglaublichen Vorkommnissen in Meridian. Dämonen, besiegt von einer rothaarigen Heldin. Also könnte ich dir glauben. Deine Bürde steht dir ins Gesicht geschrieben, deutlicher als meine Tätowierungen. Nimm das als Beweis, dass du in die Länder der Tenakt reisen darfst. Das ist so wichtig. Und ihr beide macht das allein? Glaubt jemanden, der gern ein Diplomat werden will. Verbündete sind wichtig. Ikaru kennt den Westen besser als sonst jemand. Vielleicht kann er dir ja helfen. Er kann sehr bedrohlich wirken, aber lass dich davon nicht täuschen. Er steht zu seinem Wort. Vielleicht, wenn ich ihn brauche. Wie du willst. Er ist in seinem Palast, hinter den Bergen im Südwesten. Sag ihm, ich schicke dich. Und er wird... Da! Das Himmelsklan-Banner! Aha. Das passt ja. Marschalle, es war nicht einfach, aber hier ist der Himmelsklan. Und der Kommandant? Nein. Ich konnte nur ein paar überzeugen. Er weiß noch nicht, dass wir weg sind. Wir haben Banner aller drei Clans. Dann sind es vom Himmelsklan eben weniger, na und? Er hat recht. Blast ins Horn. Was ist hier los? Nicht allen Tenakt gefällt die Vorstellung, mit Kaja zu verhandeln. Aber es sind genug da, fangen wir an. Dann breche ich mal auf. Nein, das lassen die anderen Marschälle nicht zu. Du willst sicheres Geleit, das bekommst du. Nach der Gesandtschaft. Okay. Oh, das wird spannend. Die Kaja öffnen die Tore. Na, wo ist deine Schriftrolle, Monsieur? Wie die Sonne über einem Land im Krieg aufgeht, kann sie auch über einem Land im Frieden untergehen. Heute ist solch... Hört, Marschälle! Die ihr Tenakt sein wollt! Regala, Häuptling Hilkaros größter Fehler. Diese Rivalin verschonte er. Vergesst ihr, dass unser Volk im Blut geboren wurde? Im Blut der Kaja. Doch ihr schenkt eure Speere einem Häuptling, der mit dem Feind paktiert. Hikaru hat uns verraten. Die Gesandtschaft beweist es. Und ihr Marschälle seid seine Komplizen. Dafür habt ihr den Tod verdient. Es braucht mehr als zahnlose Drohungen für uns Verbannte. Oh. Es ist ein Velociraptor. Ungünstig. Lanzen! Formieren! Ha. Sie reiten Maschinen. Haben Sie das gelernt? Silence. Verschärf! Komm jetzt mit uns! Oder gar nicht! Schützen! Heizt ihnen ein! Okay. Nicht mit Aloy. Nein.
Schützen! Wehrt sie ab! Na super. Flankieren! Zu den Karja! Überrennt sie! Tja. Ziel. Tja. Was war das? Siehst du was? Nur noch wir jetzt. Hey! Komm runter und kämpfe fair! Lanzen! Nehmt die Mitte! Jetzt geht's! Alles klar. Bleibt in Deckung! Wo sind die? Schützen auf dem Felskar! Oh Gott. Oh Gott. Erstmal durchs Feuer laufen. Alles klar. Da kommt sie! Die wurden entdeckt. Okay, die kann ich nicht besiegen. Aber. Da. Weg mit dir. Oh, das wollte ich gar nicht. Hallo. Eins, zwei, drei und der vierte. Bam. Eins, zwei, drei und der vierte. Okay, die Kombo macht gut Schaden. Aua. Ey! Oh Gott. Können wir nicht zumindest einen retten von denen? Also... Nein, nicht wieder aufsteigen. Oh, keine. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, ich brauch. Wo ist er? So.
Okay, ich habe getroffen. Aua. Ich bin gestorben. Nein. Oh, es kann nicht sein. Ich habe mich zu spät geheilt. Okay, ich brauche direkt die Pfeile hier. Oh mein Gott. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, bevor es explodiert. So. So, nice. Alles klar. Ach nee, jetzt nicht auch noch Wahl. Das wäre doch jetzt blöd. Jetzt du, Kleine. So ein Schild habe ich noch nie gesehen. Ich sollte scannen. Oh Gott. Scannen? Ich kann sein Schild durchbrechen, wenn ich ihm Schaden zufüge. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist Säure die Schwachstelle. Ich muss durch den Schild. Oh, das ist meine Chance. Oh, daneben. Komm, und einen aufgeladenen Wuchtangriff. Aua. Ein Schild, das sich regeneriert. Schild, er ist verwundbar. Nein. Und ein Pfeil im Kopf. No! Komm her. Bam! So. So läuft das. Und nicht anders. Huh. Es war ein ehrenhafter Kampf. Ich werde dich verschonen. Männer! Seid stolz auf euch! Heute habt ihr die Marschälle dezimiert, die Kaja besiegt. Unser Krieg gegen Hekaro beginnt. Ja! Toll. Die war jetzt nicht sehr freundlich, ne? Oh, der hat einen Arm verloren. Wirst du es schaffen? Du ziehst ohne mich weiter, nicht wahr? Dann bleibt mir wohl nur Errant. Vorerst. Los, komm. Ich bring dich zur Festung. Oh.
Lasst uns plündern, Jungs. Darf ich nicht zuerst plündern? Hä, das finde ich also ein bisschen unfair. Ich hatte keine Zeit. Ich musste kämpfen. Hä? Das hält wohl nicht viel aus, aber ich sollte damit gleiten können. Aloy. Wir orientieren uns gerade. Offenbar haben die Tenakt einen Bürgerkrieg. Das sehe ich auch so. Die Marschälle rechneten nicht mit Regalas Angriff. Und die ganze Kaja-Delegation wurde getötet. Mosar, Wadis, Faschaf. Ein Massaker. Was hast du jetzt vor? Ich muss nach Westen. Hoffentlich gilt das Wegerecht noch immer. Für mein Ziel werde ich, wenn nötig, das ganze Tenakt-Gebiet durchqueren. Dann hast du einen langen Weg vor dir. Das ist nur die Schwelle des verbotenen Westens. Das wahre Reich der Tenakt liegt weit hinter den Bergen bei Rheinklang, wo die Utaru wohnen. Das ist gar nicht Tenakt-Gebiet? All das da draußen? Das ist niemands Land. Es sollte neutrales Gebiet sein. Doch, diese Regala ignoriert das wohl. Ihre Leute kamen aus dem Norden. Sie ritten auf Maschinen. Ich nehme an, dass sie dort oben ein Lager haben. Die Rebellen ritten Dornrücken. Und im Schrecken gab es Dornrücken. Meinst du, die Rebellen ließen sie in den Schrecken? Wie sollte das funktionieren? Ich weiß nicht. Aber es ist eine Spur. Es gingen auch einige Kaja und Osseram durch die Tore, bevor sie wegen der Gesandtschaft geschlossen wurden. Du könntest nach ihnen schauen, ob es ihnen gut geht. Ich halte die Augen offen. Gibt es hier irgendwo einen Langhals? Einen Langhals? Es gibt da einen, bei der Utaru-Grenze. Aber warum? Ich höre nichts mehr. Wegen Faschaf. Er wurde von den Tenakt gefangen genommen. Überlebte Jahre im Westen und starb kurz vor dem Sonnenreich. So sollten gute Männer nicht sterben. Er hatte noch so viel vor. Er wollte für Frieden zwischen den Kaja und den Tenakt eintreten. Das wird jetzt nichts mehr. Leider. Was passiert jetzt mit ihm? Seine Leiche wird nach Meridian überführt. Als Vetter des Sonnenkönigs gebührt ihm ein offizielles, ehrenhaftes Begräbnis. Das wünscht sich jeder Soldat. Faschaf nannte Regala Rivalen. Der Tenakt-Häuptling hätte sie töten sollen. Ja, das hätte er wohl. Sie ist eine große Gefahr. Ihr Angriff war koordiniert und präzise. Bis du ins Spiel gekommen bist. Sie kannten sich hier gut aus. Sie wussten, dass Faschaf bei der Gesandtschaft ausgehändigt werden sollte. Wenn die Tenakt nicht mit ihr rechneten, hat sie ihre Armee monatelang geheim aufgestellt. Sie müssen hier ein Lager haben. Dort hatten sie sich versteckt, bis die Zeit reif gewesen war. Es gibt hier so viel. Holy moly. Das Gebiet ist Niemandsland? So ist es. Früher griffen die Tenakt ab Pfahllicht jeden sofort an. Aber Avad stürzte den irren Sonnenkönig und versuchte, sich mit den anderen Stämmen zu versöhnen. Die Tenakt akzeptierten für den Frieden eine neutrale Grenzzone. Seitdem stoßen Kaja und Osseram immer wieder dorthin vor. Aber nun sind dort wohl Regala und ihre Rebellenarmee. Also Niemandsland würde ich ohnehin niemals sicher nennen. Die alten Ruinen im Südwesten können das bezeugen. Reste eines vergessenen Krieges. Du hast die Utaru erwähnt. Ihr Land liegt zwischen hier und den Tenakt im Westen? Das stimmt. Sie wohnen in Rheinklang. Ein friedlicher Haufen, verglichen mit den Tenakt. Sie sind mehr Bauern als Kämpfer.
Wie kann ein Volk von Bauern im verbotenen Westen überleben? Das soll nicht heißen, dass sie sich nicht wehren könnten. Als die Kaja damals zurückgedrängt wurden, jagten ihre Krieger uns durch Rheinklangs brennende Felder. Der Sonnenkönig machte ihnen diverse Friedensangebote. Sie lehnten ab. Warum? Ich dachte, sie sind so friedlich. Weiß nicht. Sie haben wohl ihre eigenen Probleme. Es mangelt ihnen an Nahrung. Allerdings versuchen sie nicht, Handel zu treiben. Nein, sie wollen nur ihre Ruhe. Du sagtest, die Tenakt wohnen weit im Westen. Was wird mich auf dem Weg dorthin erwarten? Also, wie gesagt, es gibt da ein Stück Wildnis. Das ist Niemandsland und dann die Utaru-Farmlande. Und dahinter kommen die Tenakt. Ihr Gebiet ist auf drei Clans aufgeteilt. Wüste, Tiefland und Himmel. Ja, ich sah ihre Banner bei der Gesandtschaft. Himmel? Am nächsten wohnt der Wüstenclan. Fieses Volk. Was für alle anderen unbewohnbares Ödland ist, ist für sie eine Herausforderung. Irgendwo jenseits der Wüste sind die Hauptstadt des Stamms und die Gebiete der anderen beiden Clans. Klingt nicht sehr genau. Ich kenne nur Geschichten. In den roten Raubzügen wollte die Kaja-Armee in Tenakt-Gebiet eindringen. Aber die vereinten Clans stellten sich ihnen. Zwangen sie bis in den Schrecken zurück. Also wissen nur die Tenakt, was jenseits der Wüste wartet. Vielleicht noch die Gelehrten in Meridian. Irgendwas muss ja in den Schriftrollen stehen, oder? Das mit Nozar und Wadis, das tut mir sehr leid. Zumindest starb Nozar im Kampf. Der Sonnenpriester, also, so einen Tod hat niemand verdient. Ich sorge für eine angemessene Bestattung. Das ist das Mindeste. Dankeschön. Meinst du, die Kaja werden etwas gegen Regala tun? Ihr habt mit den Tenakt ja etwas gemeinsam. Eine Expedition der Kaja-Armee in den Westen könnte als Beginn einer Invasion gesehen werden. Das wird Awad nicht riskieren. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass wir nie mehr derart überrascht werden. Ich sollte dann aufbrechen. Hm. Ich wünsche dir Glück. Die Tore stehen dir immer offen, falls du zurückkehren willst. Dankeschön. Und das mit deinen Freunden, die verarzten wir. Ich danke dafür. Die Sonne schütze dich, Aloy. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Alright. Gut. Ein Glück kann ich die doch noch durchsuchen. Zum Glück haben die was übrig gelassen. Ganz viel looten. Das ist doch immer gut. Cool. Oh, der Schildflügel ist ein auf Energie basierender Gleiter, der aus Maschinentechnologie umfunktioniert wurde. Halte in der Luft X gedrückt, um ihn einzusetzen und zu gleiten. Tippe B, um nicht mehr zu gleiten. Nice. Cool. Also, bam. Der verbotene Westen. Eine ganz neue Welt zum Entdecken. Die Koordinaten des Turms sollten zu Silence und Hades führen. Und vielleicht zu einem Gaia-Backup. Es wird nicht einfach da draußen. Die Plage, die Stürme, Regalas Maschinenreiter. Aber ich muss das schaffen. Ich muss die Welt retten, wie es Elisabeth getan hätte. Ich ignoriere erstmal die ganzen Quests, die mir hier aufploppen. Die Anführerin des Hinterhalts, Regala, befehligt dir eine Menge Maschinen. Es gibt sonst nur einen Menschen, der über dieses Wissen verfügt. Ja, Silence. Warum hilft er Tenakt-Rebellen? Ja, Silence ist noch ein sehr, 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 sehr großes Fragezeichen tatsächlich. Mal den Schildflügel ausprobieren. Warum klettern, wenn ich gleiten kann? Oh yes. Unbedingt.
So, was ist hier? Aha. Farbe? Kann ich die Farben beeinflussen von meinen Outfits? Das wäre ja wild. So, ich glaube, jetzt habe ich hier alles eingesammelt. Kann ich zufällig da oben irgendwie da oben hinklettern? Geht das? Ich glaube nicht. Oh. Sieht jetzt jedenfalls nicht so danach aus. Hm, nö. Schade. Aber ich kann dahin. Und dann den Dings. Oh Gott. Hat geklappt? Das war ja schlecht. Ich muss X gedrückt halten. Okay. So. Oh yeah. Das ist ja cool. Alles klar. Warte mal. Was ist das, wenn ich jetzt. Das mache? Oh yeah. Das hat Style. Cool. Das ist ja mal eine spannende Neuerung auf jeden Fall. Auch wenn es ein bisschen abgekupfert ist von dem ein oder anderen Spiel. Ist es trotzdem cool. So, hier gibt es auch noch was. Einfach alles mitnehmen, was geht. So. Habe ich nämlich direkt auch ein Feuer freigeschaltet. Und dann wollte ich mal gucken. Schnellreise. Ich wollte mal zu dem Schmied. So, hier. Und gucken, ob ich irgendwas upgraden kann. Irgendwelche Taschen wären zum Beispiel cool. Und zwar muss ich dazu. Zu dir. Werkbank benutzen. So. Waffen-Upgrades. Ich glaube, den Bogen kann ich noch nicht upgraden, ne? Dazu fehlt mir eine Gräber-Klanghülse. Whatever. Outfit-Upgrades. Beutel-Upgrades. Hier, das ist wichtig. Ah ne, das sind die Stolperpfeile. Ja, Waschbärhaut. Ich brauche Waschbären. Bombenbeutel, Fallenbeutel, Proviant und Rohstoffbeutel. Ja, die brauche ich auf jeden Fall. Aber an sich viel mehr Qualität. Also mache ich auf jeden Fall. Aber viel mehr Kapazität kriege ich ja dadurch nicht, ne? Wobei doch, gewöhnliche Rohstoffe und ungewöhnliche Rohstoffe, das erhöht sich ein bisschen. Für die nächste Stufe brauche ich Krötenechse und Gänsefeder. Alles klar. Aber gut, dann habe ich das auf jeden Fall schon mal gemacht. So ein Outfit-Upgrade. Metallscherben, robuste Panzerplatte, davon habe ich ein bisschen was. Kann ich also upgraden. So. Und das nächste, da habe ich auch genug da. Das heißt, das kann ich auch auf jeden Fall einmal machen. So. Alles klar. Nochmal ein bisschen geupgradet. Aber Outfit aussehen kann ich hier nicht ändern, ne? Was gibt's hier noch? Es gibt ja hier so ein extra so ein Outfit-Typen. So. Ne, ich kann hier auch nur verschiedene Ausrüstung kaufen. Das sieht ja lustig aus mit dem Helm. Okay. Ach ja, genau, verkaufen. Kann ich was verkaufen? Hier, Rohstoffe. Aha. Verkauf gegen Metallscherben. So, und ich habe 4 Fertigkeitspunkte. Ja, bleibe ich jetzt erstmal bei dem Kriegerinnenbaum oder nicht? Wuchtangriffe verursachen mehr Schaden. Diesen Move finde ich richtig cool. Ich bin mir nicht sicher. Das ist halt hier Fernkampf. Aber es gibt hier nichts, womit ich mehr Schaden mache, ne? Hier nur verursacht mit schweren Waffen mehr Schaden.
Tja, was tun, was tun? Was ist denn die Waffenausdauer? Fertigkeiten dieser Kategorie bieten eine anhaltende Verbesserung deiner Basisfähigkeiten. Passive Stärkung mehrfach zu erlernen, vergrößert ihre Vorteile. Outfits und Gewebe können ihre Effekte ebenfalls verstärken. Waffenausdauerlimit. Hat meine Waffe ein Limit? Hat eine Haltbarkeit, meine ich? Nee, hat sie nicht. Sehr interessant. Ich finde das eigentlich ganz cool. Stelle Gesundheit automatisch schneller wieder her, wenn du im kritischen Zustand bist. So. Und das hier. Verstaue mehr heilende Beeren in deinem Medizinbeutel. Das ist richtig wichtig. Das brauche ich definitiv. Was ist das jetzt hier? Ach, nochmal ein Mutstoß. Okay. Und ich baue Mut auf, wenn ich von Gegnern getroffen werde. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Aber ansonsten mache ich hier nochmal die Konzentration höher. Ich glaube, das ist dann auch ganz, ganz gut, ne? Ja, habe ich definitiv viel mehr Zeit zum Zielen und zum Schießen. Das ist ja, glaube ich, ganz gut. Aber, ich weiß jetzt immer noch nicht, wie ich meine Outfits verbessern kann. Ja, oder verschönern, wie auch immer. Falls das geht. Unbekannter Nahkampfplatz, okay. Sind das hier für Dinger? Ach so, da soll ich mit Leuten sprechen, okay. Kräuterkenne, Heilmittel. Okay. Aber hier kann ich das nicht machen, ne? Doch, Look anwenden. Was heißt Look? Gewebe bearbeiten? Ah. Ach so, das ist wahrscheinlich für, wenn ich jetzt ein anderes Outfit hätte und das nutzen würde, könnte ich trotzdem das Design von diesem anwenden. Ich glaube, so ist das. So ist das gemeint. Verstehe. So, dann gucke ich mir nochmal die Karte an. Also, den Part haben wir abgeschlossen. Also nicht abgeschlossen, aber da sind wir jetzt einmal durch. So. Tor des Todes. Dann würde ich mal sagen, kümmere ich mich mal um den Langhals und dann war es, glaube ich, auch sogar für heute schon. Ist ja auch erstmal schon eine Aufgabe, da hinzukommen überhaupt. Okay, da kann ich noch nicht hin, weil es noch nicht entdeckt wurde. Alles klar. So. Na dann. Das Pigment wäre gut für ein. Ich muss den mal kurz markieren, damit ich weiß, wohin ich muss. Ich muss da hinten hin. Was war das für ein Sound? Ich weiß es nicht. Hopp und hopp. Cool. Und der hat auch keine Haltbarkeit, wenn ich das richtig sehe. Das ist natürlich cool. Also ich kann unbegrenzt quasi gleiten. So. Mal direkt zum nächsten Lagerfeuer. In dem Lager passiert irgendwas. Was ist das hier? Blätterfuck. Keruf, komm schon. Du kennst mich. Habe ich dir je weniger als Perfektion angeboten? So. Also Waschbären brauche ich auf jeden Fall. Weil 20 Pfeile ist ein bisschen wenig. Ich weiß aber nicht, ob hier Waschbären sind. Was bist denn du? Ein Waschbär! Nice. Tut mir leid natürlich für dich, Waschbär. Also, aber ich brauche dein... Ey. Sieht zufällig noch eins in der Nähe. Noch ein Waschbär. Sieht nicht so aus, schade.
Den nehme ich auch nochmal mit. Viele alte Wracks hier. Das muss eine große Schlacht gewesen sein. Ja. Die Alten haben alles gegeben, um den Pharaoh-Schwarm abzubremsen. Um Zero Dawn Zeit zu verschaffen. Boah, die Plage riecht so übel, wie sie aussieht. Glaube ich. Sieht doch echt nicht lecker aus, muss man an dieser Stelle sagen. Was bist du? Ein Sprungschläger? Was? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der sieht nicht lustig aus. Oh. Wie, ich habe keine Munition. Ah. Sehr gut. Oh nö. Oh mein Gott. War hier nicht noch ein Fliegeviech? Da. Ich glaube, der Bauch ist hier die Schwachstelle, ne? Aber treffe ich natürlich nicht. Oh, doch, habe ich getroffen gerade. Au, Feuer ist natürlich nicht so gut. Der Schmerz lässt nach. So. Eieiei. Gut, das war ja, ne? Hm. Reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Oh, wer bist du denn? Das nehme ich mit. Ach, da ist auch noch einer. Haha, ich war schneller. Oh mein Gott. Aua. Oh, ich habe schon wieder keine Munition hier. Oh, was? Die sind schon ein bisschen härter. Oh Gott. Alles klar. Da ist der Langhals. Und ich kann nicht speichern, weil ich noch im Kampf bin. Aber wo? Wo bin ich denn im Kampf? Was ist das denn? Hm.
Ja, ich kann nicht speichern, weil ich hier nicht, weil ich den letzten Gegner nicht sehe. Okay. Ist ja komisch. Hm. Na gut, muss ich später nochmal zurück. Komisch. Hat es aufgehört? Kann ich jetzt einfach zurücklaufen? Ja. Okay, gut. Na denn. Ja gut, ich glaube, ich würde sagen, ich mache den Langhals doch vielleicht nächste Folge. Ist ja noch ein kleiner Weg dahin. Huh. Das war ja alles sehr aufregend. Viel Input auf jeden Fall bekommen. Boah. Aber macht bisher Bock. Auf jeden Fall. Bin wirklich sehr gespannt, wie es hier in diesem großen Gebiet noch weitergeht. Aber ich glaube hier das, oder? Ist das jetzt alles, gehört das alles zum gleichen Gebiet oder ist hier auch schon die Erweiterung mit drin? Das weiß ich natürlich nicht. Ja. Also, nice, nice. Sehr nice. Dann, ja, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen heute. Es geht dann die nächsten Tage weiter. Und genau, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend noch, schönes Wochenende. Nächster ist Donnerstag. Dann erstmal schönen Abend. Morgen noch einen schönen letzten Arbeitstag für diejenigen, die arbeiten. Ansonsten schönes, Ende der Woche. Und dann, wie gesagt, bis die nächsten Tage. Tschüssi.